Servus und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir anhand von CapCut, es geht aber auch mit jedem anderen Bildbearbeitungsprogramm, Shotcut, LumaFusion, egal wie sie alle heißen, funktioniert überall gleich. Ich möchte dir zeigen, wie du eine LUT-Datei importierst, also LUT, L-U-T bedeutet Lookup Table und ist sozusagen eine Tabelle anhand der die Farben von einem Bild oder Video nach einem bestimmten Schema eingestellt werden. Hier gibt es verschiedene LUTs, also es gibt hunderte oder tausende im Internet. Es gibt kostenlose, es gibt kostenpflichtige. Ich habe mir für dieses Beispiel von Editors Key, das sind auch YouTuber, für 61 Cent, glaube ich, war die Anzeige, 5 LUTs gekauft. Und ich möchte dir zeigen, wie man die importiert, wie man sie anwendet oder wie du auch ohne LUTs das Color Grading selber machen kannst. Das ist auch in allen Programmen fast identisch oder auch wie du es von Photoshop oder Affinity Photo gewohnt bist, die gleiche Vorgehensweise. Wir beginnen und starten unser CapCut. So, wir haben hier CapCut auf. Machen ein neues Projekt und importieren uns Clips. Gehe jetzt mal am Schreibtisch, Clips, und werde diese jetzt hier importieren. Dann haben wir genügend Material drinnen und gehen mal hier, schauen wir, was wir benutzen, vielleicht gleich den ersten hier und ziehen den mal nach unten in die Leiste rein. Jetzt haben wir den Clip hier, so wie er vom iPhone kommt. Es ist eigentlich ganz nett so, aber man kann natürlich hier noch mehr rausholen. Deswegen gehen wir jetzt oben in die Anpassung und hier auf LUT und jetzt importieren. Und jetzt habe ich, wie schon gesagt, von Editors Keys habe ich welche gekauft. Ich habe hier auch noch ein paar kostenlose. Wir haben auch verschiedene Sachen angeschaut. Oder hier Top 5 LUTs von einem YouTuber. Das war jetzt nicht so der Hit. Hier haben mir die ganz gut gefallen. Hier haben wir Forest, Neon, Orange and Teal, Studio Glow und Vintage sowieso Summer. Ich nehme die jetzt mal, markiere alle mit Shift und gehe auf Öffnen. So. Jetzt haben wir diese LUT-Dateien hier in CapCut drinnen. Wie gesagt, es funktioniert bei den anderen Programmen genauso. Es ist die gleiche Vorgehensweise. Und jetzt haben wir hier unseren Clip. Und jetzt klicken wir mal oben auf den ersten drauf. Dann sehen wir schon, wie die Datei verändert wird. Das ist die Forest. Du siehst, es sieht schon sehr gut aus. Dann nehmen wir mal die zweite. Das ist relativ bläulich. Die dritte, Orange and Teals, hat auch was, ist vielleicht auch hier etwas kräftig. Hier haben wir die, ich weiß nicht, wie die geheißen hat. Die ist auch ganz schön, aber ich glaube hier, die ja, macht ein bisschen dunkle Stimmung, der letzte. Ich glaube, die erste, diese Forest hier, die wird ganz gut passen. Und jetzt machen wir Folgendes. Bei den anderen Programmen, wie gesagt, ist es auch ähnlich. Wir nehmen diese LUT hier und ziehen das einfach oben drauf, hier in die Leiste runter. Und dann haben wir hier unsere Anpassung. Und die können wir jetzt, wenn wir jetzt, gehen wir hier nochmal auf Medien und nehmen ein zweites Video dazu. Vielleicht nehmen wir das da hier, ziehen wir das hier runter. Und dann können wir diese Anpassungsdatei einfach hier weiter drauf ziehen. So. Jetzt gehen wir mal her und lassen wir mal das Video hier anlaufen und dann sehen wir, bumm, die Veränderung. Jetzt ist die Möglichkeit, das Ganze nachzujustieren. Stellen wir mal die Nadel vielleicht ja so hier hin und gehen hier mal rüber auf die Einstellung. Wenn also hier diese, wenn hier unten diese Anpassung ausgewählt ist, haben wir ja hier unseren Bedienungsbereich. Und hier ist schon, nachdem das ja eine Anpassung ist, die dementsprechenden Werkzeuge offen. Du siehst hier Editors Keys, Forest Cube,
Die Dateien heißen immer .cube und sind plattformübergreifend. Du kannst sie also eigentlich fast überall verwenden. Gibt ein paar Einschränkungen, aber die meisten kann man überall verwenden. Und hier unten haben wir den Bereich eigene Anpassungen. Jetzt können wir uns mal anschauen, hier haben wir die Intensität. Das ist auch bei allen Programmen gleich. Und jetzt fahren wir mal zurück und schauen wir uns mal das an. Wollen wir das voll haben oder wollen wir es nicht so stark haben? Ich würde sagen, in dem Bereich würde ich es komplett anwenden, 100%, weil das sieht eigentlich sehr gut aus. Jetzt können wir aber hier unten in dem Bereich bei der Temperatur, wenn uns das jetzt ein bisschen zu blau erscheint, können wir einfach bei der Temperatur hier ein bisschen in die Gelbrichtung gehen und du siehst die Blätter, hier drinnen kann man es gut sehen, gehen wir mal zurück. Die Blätter färben sich dann ein bisschen, das Grün wird heller. Also jetzt gehen wir hier mal ein bisschen weiter auf 15, regelt man das nach. Und die Sättigung und so weiter würde ich jetzt hier lassen. Helligkeit auch, Kontrast. Hier bei der Beleuchtung könnten wir ausprobieren, wollen wir es ein bisschen heller haben, wollen wir es ein bisschen dunkler haben. Wie du siehst, es wird dann in den Schatten etwas stärker. Ich würde hier fast ein bisschen nach unten gehen, vielleicht so 15. Ja, und hier könntest du nachschärfen. Die iPhone-Fotos sind, Videos, die sind ja schon geschärft. Das lassen wir also lieber bleiben, sonst wird das Ganze zu hart. Und jetzt gehen wir mal nochmal hier zurück, lassen das anlaufen und haben dann hier, wenn es umschaltet, den Vergleich. Du siehst, es sieht also sehr, sehr viel besser aus, meiner Ansicht nach. Hier ist das Originalvideo. Und jetzt das Color Gegradete. Ich finde, die größere Sättigung und so weiter macht sich sehr gut. Das Dunkle ist unter den Bäumen, passt auch gut dazu. Und hier bei dem zweiten Video, gehen wir mal her und machen wir es hier andersrum. Gehen wir mal hier zurück. Hier sehen wir, das ist das Video, wie es vom iPhone kommt. Und hier sehen wir das ganze Color Gegradet. Mir gefällt es auch besser. Vielleicht ist es ein bisschen zu satt. Dann könntest du ja hergehen und die Anpassung hier aufhören lassen bei dem ersten Clip und dann eine zweite über den nächsten Clip drüberlegen. Oder wir versuchen jetzt mal was. Jetzt machen wir das Ganze selber. Das heißt, wir klicken dieses zweite Video an und gehen hier rüber auf die Anpassung. Die LUT-Datei haben wir keine, die schalten wir gleich weg. Und jetzt gehen wir hier runter und regeln das mal selber. So, wir gehen als erstes mal rein und geben die Sättigung kräftiger. Vielleicht so bis auf 15. Dann beim Farbton würde ich das so lassen, weil hier wird das Ganze zu rot und hier wird das Ganze zu blau. Also das würde ich hier lassen. Dann oben können wir es ein bisschen in das Gelbe reinziehen, minimal. Dann wird das Ganze ein bisschen wärmer. Und bei der Helligkeit, das würde ich auch lassen. Beim Schatten, schauen wir mal, wenn wir das ein bisschen abdunkeln, glaube ich, kommt ganz gut, wie es vorher war. Gehen wir so auf minus 20 mal. Die Beleuchtung wollen wir nicht heller werden, eher dunkler werden. Also das in den Tiefen, aber ich würde es hier, nachdem wir ja die Tiefen schon, also die Schatten angepasst haben, würde ich das lassen. Schärfen, haben wir gesagt, machen wir auch nicht. Verblassen, Vignette ist jetzt hier auch nicht. Jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Hervorheben-Regler noch machen könnten. Wird der Kontrast auch stärker, aber du siehst, dann brennt es hier aus. Also das lassen wir gehen. Dann schauen wir uns den Kontrastregler noch an. Da könnten wir jetzt noch ein bisschen was machen. Wird noch ein bisschen das Ganze ein bisschen kräftiger dann, vielleicht bloß mit 5. Okay, dann würde ich sagen, könnten wir die Anpassung so lassen. Und jetzt können wir, nachdem wir es ja auf den Clip angewendet haben, du hast ja auch die Möglichkeit, wenn deine Clips alle sehr ähnlich sind und du machst hier eine Einstellung, du kannst auf alle Clips hier auf alle anwenden, kannst dann gleich auf alle anwenden und es ist alles color gegradet. Oder eben, du machst eine Anpassungsebene hier oben und machst und stellst es dann über die oder siehst es über den Bereich, den du color graden möchtest.
Jetzt schauen wir uns hier nochmal an, wenn wir die Anpassung ausschalten. So war das vorher. Lassen wir es nochmal kurz ein bisschen laufen. Jawohl. Und jetzt gehen wir zurück, schalten wir unsere Anpassung ein und lassen wir das wieder laufen. Und ich würde sagen, das Color Grading hat sehr viel gebracht. Der ganze Film ist hier bedeutend schöner, bedeutend kräftiger, gefällt mir viel besser. Dies war hier heute ein kleiner Tipp zum Color Grading. Wie gesagt, du kannst dir LUT-Dateien kaufen oder kostenlos suchen und die verwenden, wie wir es hier am Anfang gemacht haben. Gehen wir nochmal Anpassung, LUT, die hast du dann hier drinnen. Auch bei den anderen Programmen ist es so, dass die dann auftauchen, je nach der Programmoberfläche. Du importierst sie, nutzt sie, passt sie an. Oder eben du verzichtest auf dies, wie wir es hier gemacht haben und machst die Anpassung hier selber. Hier hast du bei den Anpassungen natürlich noch mehr Möglichkeiten. Wenn du schon fortgeschritten bist, könntest du über HSL die Farben nochmal verändern. Du kannst hier eine gewisse Farbe auswählen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Grün. Und dann, wenn du hier reingehst, dann könntest du die Sättigung vom Grün, du siehst es, hier stärker regeln. Oder du könntest den Farbton vom Grün verändern, wie du siehst. Das ist mit HSL sehr gut zu machen, ist auch in den anderen Programmen. Oder wie du es aus Photoshop gewohnt bist, kannst du hier die Kanäle, die Kurven steuern. Oder eben ganz zum Schluss noch das Farbrad, Schatten, Mittel, Farbton, Offset. Hier kannst du also auch nochmal das Ganze farblich anpassen. Das ist aber dann fortgeschritten, musst du schon ein bisschen besser Bescheid wissen, aber ich glaube, dass du mit der Grundeinstellung hier schon sehr viel machen kannst, um deine Videos zu verbessern. Das war der Tipp. Im Anschluss noch ein kleines Video, wie ich das zusammengeschnitten habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Servus.